Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag, Eponus wieder am Start und zwar in der nächsten Review, der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es diesmal wieder um eine drahtlose IP-Kamera und zwar mit WLAN-Unterstützung bis zu 128 GB Micro-SD-Kartenspeicher. Die ist natürlich nicht mit dabei, einem eingebauten Akku, HD-Nachtsicht mit einer 2K-Kamera und das Ganze kann in einer erweiterten Nachtsicht funktionieren. Dementsprechend haben wir hier also auch das möglich oder die Möglichkeit, das Ganze etwas farbenfroher zu betrachten. Alles, was im Packungsinhalt drin ist, haben wir jetzt hier mit dabei. Die Kamera wird sogar per USB-C aufgeladen. HD Video Capture ist noch mit dabei, das ist klar. Zwei Wege Audio, das wird auch noch mit unterstützt und die Alarm Notification sowie WLAN mit 2,4 GHz. Hört sich soweit schon mal ganz gut an. Das Ganze kommt von Reblum und hier ist sie, die RB3PT2N Kamera. Und hier oben steht dann auch nochmal direkt der QR-Code, welchen wir scannen müssen, um wahrscheinlich dann mit der Kamera zu interagieren, mit der passenden App. Dann noch ein kleiner Sticker, 24 Stunden Videoüberwachung, dann nochmal ein fettes Handbuch, das haben wir auch nochmal dabei. Dann gucken wir mal rein, wie die Kamera schon so daherkommt und ist ziemlich stabil und sieht auch ziemlich massig aus, weil wie gesagt, da ja auch der Akku schon integriert ist und wir somit also nicht die ganze Zeit Ewigkeiten jetzt hier Strom dran haben müssen. So, was haben wir denn da? Ah, ein USB-Kabel. Das ist direkt zum Aufladen. Dann nochmal eine Halterung, ein paar Bohrvorlagen, damit wir auch richtig wissen, wie wir das Gerät anbringen. Und dann gucken wir mal ganz kurz drauf. Da ist die Kamera dann auch schon. Hier, so kommt sie daher. Die kann sich natürlich einmal ringsrum bewegen. Das heißt, das müssten so 350 Grad sein. Ja, das funktioniert ungefähr. Nach hinten müssen wir ja sowieso meistens nicht schauen. Wir können das Gerät einerseits so rum anbringen. Dann haben wir an der obersten Seite natürlich die Möglichkeit, das hier so reinzustecken. Irgendwie? Nee, so rum. Falsch rum. Genau so müssen wir es reinstecken. Dann haben wir die Möglichkeit, entweder Schrauben nach oben zu bringen. So, das heißt, unterm Giebel können wir das befestigen. Oder direkt an einer Wand, zack, dann kommt das Ganze so dran und wir stecken die Kamera dann bloß noch so drauf. Und das war es dann an der Stelle schon. Das Ganze muss dann noch einhaken. Das heißt, hier mit ein bisschen Schwung drauf. Und dann... Na, ich mache es jetzt erstmal noch nicht. Wir müssen es ja dann nachher wieder lösen. Hier diese beiden Plastiknasen graben sich dann hier hinten sozusagen rein. Und das war es dann auch schon. Ansonsten 5 Volt, 1 Ampere. Dafür ist das ganze Gerät ausgestattet. Hier haben wir dann einmal einen wassergeschützten USB-C-Ladeport. Der USB-C-Ladeport, der wird auf der anderen Seite dann einmal mit verschraubt. Das finde ich schon mal sehr gut. Das heißt, wir können das Ganze hier so zusammenführen, dass dann, hier ist es gummiert nochmal, dass kein Wasser eintreten kann. Richtig schön verschrauben, dass der USB-Port natürlich auch erstmal vor Wasserstaub und natürlich vor allem weiteren Widrigkeiten der Natur geschützt ist. Und hier dieses kleine Gerät müssen wir dann hier nur noch einstecken in entweder zum Beispiel einen USB-Charger oder eine Powerbank oder was weiß ich wohin. Da könnt ihr dann alles unterbringen. Hier oben, das sieht mir ganz danach aus, als wenn wir hier, ach, nochmal einen kleinen gummierten Schlupfwinkel haben für die Micro-SD-Karte. Und hier oben kann man dann das Ganze sehen, da ist der Reset-Button und das ist der Power-Button. Und dann können wir das Gerät somit einschalten und dann dementsprechend dann auch laufen lassen. So, wenn sie dann so von oben herunterhängt, so wie sie ja eigentlich montiert werden soll, haben wir dann die Möglichkeit, hier noch die Antennen auszufahren. Zwei Antennen sind das, wunderbar, also 2,4 GHz mit ordentlich Reichweite, denke ich mal. Ich werde das Ganze einfach mal bei mir outdoor befestigen. Hier oben ist der Bewegungssensor drinnen, hier ist die Linse, hier sind 4 LED-Scheinwerfer, dass wir auch bei Nacht gut Helligkeit machen können. Ich denke nicht, dass das nur Infrarot-LEDs sind, weil die sollte ja auch mit Scheinwerferlicht betrieben werden können. Also werde ich sie jetzt erstmal aufladen und dann werde ich das Gerät natürlich dementsprechend mal montieren und mir anschauen, wie gut die Reichweite ist. IP66 haben wir dabei, H265er Videocodec. Mit Alexa oder Google Sprachassistent ist das Ganze verfügbar. Mit der 2K-Übertragung direkt jetzt hier dran auf das Smartphone. So seht ihr nochmal hier, wie die Anbringung funktioniert. Dann haben wir natürlich Farb-Nachtsicht und den Infrarotmodus. Das heißt sowohl schwarz-weiß als auch bunte Nachtsicht. Ich denke mal, das wird mit den LEDs zusammenhängen, je nachdem, wie gut die Belichtungszeit ist. 360 Grad Rundumschutz für ihr Zuhause. Beim Schwenken und Neigen gehen 90 Grad. Das hört sich schon mal ganz gut an. Wir gucken nochmal weiter. Bewegungserkennung, Plüsch,
Plüsch-Benachrichtigungs-App in Echtzeit. Also er meinte Push-Benachrichtigung, kleiner Übersetzungsfehler und 2K mit 3 Megapixel Auflösung, flüssiges Live-Video, kommt natürlich auf eure Internetverbindung an. Hier solltet ihr einen WLAN-LTE-Router in der Nähe haben oder einen WLAN-Router allgemein, wenn es in der Nähe von eurem Haus ist. Dann kann man das Ganze natürlich in dem Moment richtig schön weiterverwenden. Hier gucken wir mal, hier gibt es kein Parken durch das Zwei-Wege-Audio, auch ziemlich lit, muss ich ganz ehrlich sagen. Und IP66 mit der wiederaufladbaren Batterie finde ich auch ziemlich praktisch. Ja, dann sind wir soweit erstmal durch und haben natürlich auch die Möglichkeit, Sirene oder die LED-Lichter einzuschalten, sobald sich da jemand nähert. Und es soll angeblich sogar auf dem Echo Show funktionieren. Da bin ich sehr gespannt, ob das so funktionieren soll. Was kostet jetzt der ganze Bums im Endeffekt? Wir scrollen mal ganz kurz weiter. 89,99 Euro. Gut, bin ich gespannt. Mit einem eingebauten Akku darf sie das auch ruhig kosten. Ich bin echt gespannt, wie gut sie so wird. Das bedeutet, wir werden sie jetzt erstmal einrichten und dann werde ich sie montieren. So, also jetzt habe ich das Ganze jetzt hier nochmal vor mir und zwar ist mir gerade was aufgefallen. Und zwar habe ich jetzt hier die Riplum und die Cotnida, die ich im letzten Jahr ja schon mal probiert habe und die sehen sich so gut wie identisch. Das sieht man jetzt hier nochmal ganz gut dran. Allerdings ist hier bei der Cotnida natürlich kein Akku drin und da musste natürlich immer per USB Stromversorgung dran. Hier natürlich viel cooler, da ich das Ding jetzt einfach aufgeladen habe über USB ist der Akku jetzt voll und wir können das Ganze jetzt sozusagen individuell hier anbringen. Das heißt hier hinten ganz einfach nochmal anschrauben und dann gucken wir uns das an und dann wird das per Akku auch funktionieren. So, als nächstes müssen wir jetzt die Kamera natürlich anschalten. Ich habe jetzt eine Micro-SD-Karte reingepackt und wir müssen jetzt hier auf Power gedrückt halten. Machen wir mal. Jetzt klickt es schon. Und es leuchtet direkt schon das rote Licht. Die Kamera startet und ich kann sie jetzt sozusagen schon oben installieren und dann per WLAN einbinden. So, das Ganze wurde jetzt verschraubt. Ich muss es jetzt bloß noch hier dran stecken. Zack, das sitzt. So, und dann haben wir die Kamera schon angebracht. Das Kabel können wir ja hier oben irgendwo verschwinden lassen erstmal, weil das brauchen wir ja nicht. Das ist ja dann nur für die Aufladung sowieso geschützt hier unterm Dach. Ja, und jetzt binden wir die Kamera in die App ein. So, Kamera ist ja nur befestigt. Jetzt brauchen wir nur noch folgende die App und zwar das ist die Cloud Edge. Die Cloud Edge, die nehmen wir jetzt direkt und sind dann im Menü drin. Und da muss ich jetzt bloß oben auf Plus gehen, beziehungsweise jetzt hier selbstverständlich einmal auf Scan den Code. Das Ganze machen wir jetzt dann auch einmal direkt. Wir müssen einmal die Benutzung mit der App freigeben, haben das Ganze gescannt. Kabellose Kamera wurde schon direkt erkannt und wir müssen jetzt eigentlich bloß Folgendes machen. Wir gehen jetzt hier direkt drauf, genau, und machen die Konfiguration Schritt für Schritt und lehnen das Ganze dann nicht ab, sondern machen das so, wie es sein soll. So, die Kamera blinkt jetzt rot, das heißt, ich habe sie jetzt komplett resettet und jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch verbinden. Genauso sagt er uns das jetzt hier, bis die LED-Anzeige rot blinkt. Das ist jetzt hier direkt passiert, machen wir jetzt auch. Wir werden jetzt hier direkt reingehen und werden mein Netzwerk verbinden. So, dann als nächstes den Schutzfilm der Linse entfernen und dann müssen wir das hier mit der Kamera scannen. So, jetzt hat es gerade geguckt einmal. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das so schnell ging, dass die Kamera das Ganze schon ausgelesen hat. Und tatsächlich, das ging wirklich unheimlich schnell. So schnell ich konnte ich gar nicht mal auf Rekord drücken. Und wir haben das Ganze jetzt eingerichtet. So, noch fix die Kamera umbenannt. Das haben wir jetzt auch noch schnell erledigt. Lade die Kamera vorher auf. Habe ich selbstverständlich gemacht. Ja, ja, okay. Jetzt haben wir es soweit geschafft und jetzt geht es dann eigentlich auch schon los, dass an der Stelle jetzt natürlich das Netzwerk konfiguriert wird, beziehungsweise will er uns jetzt verbinden und das hat er tatsächlich auch schon gemacht. Das heißt, hier dementsprechend haben wir schon das erste Bild, das ist schon mal sehr gut und wir gehen direkt erstmal auf Weiter und gehen auf OK, wir machen auf Zulassen, haben das Ganze schon geschafft und sind sozusagen jetzt schon direkt online. Sie können, ich will es erstmal ignorieren. So, dann haben wir das Ganze jetzt hier schon. Und nun können wir Folgendes machen. Wir können die Kamera hier tatsächlich steuern. Das seht ihr jetzt hier schon ganz gut. Das funktioniert. Wenn ich hier meinen Arm hochhalte, müsste man den eigentlich gleich sehen. Zumindest dachte ich das. Mal sehen, hier irgendwo müsste er gleich kommen. Da, genau, wunderbar. Ich sitze sozusagen direkt einmal drunter und kann jetzt hier alles direkt mit steuern. Und habe das Ganze jetzt hier perfekt, so wie es sein soll. Moin an der Stelle. Im Überblick. Also sehr, sehr gut. Wir können alles perfekt steuern und anbinden. Und die Aufnahmequalität, die sieht schon mal wirklich ziemlich genial aus. Denn wir sehen ja hier schon, es ist einiges möglich. Ich kann jetzt hier direkt Snapshots von machen, also Screenshots an der Stelle. Dann kann ich direkt jetzt hier noch Videoaufnahmen machen. Die landen direkt bei mir auf dem Telefon drauf. Ich habe zusätzlich bei mir noch die Micro-SD-Karte mit drin. Ich kann jetzt hören, was ich jetzt hier erzähle zum Beispiel. Das kann ich auf Ausstellen oder, pass auf, wir machen mal den Ton auf maximale Lautstärke. Funktioniert auch gut. So. Und jetzt machen wir es mal andersrum. Wir drücken mal hier drauf. Mal sehen, ob er mich nochmal wegen Mikrofon fragt.
Hallo, hallo, hallo. Okay, Test, Test, Test. Funktioniert auch. Also zwei Wege Audio ohne Probleme möglich. Wir können jetzt hier direkt in die Richtung gucken und haben jetzt hier die Überwachung sozusagen vollkommen automatisiert. In dem Moment kann ich das Ganze jetzt hier perfekt ausrichten und habe jetzt alles, was ich will, direkt hier wunderbar im Überblick. Und ihr seht es, das funktioniert soweit auch recht gut. Ja, ansonsten gucken wir mal ganz kurz rüber. Was haben wir jetzt hier so zwischen den Einstellungen noch so möglich? Wir gehen einfach mal direkt jetzt hier zurück und gucken einfach mal ganz kurz hier rein. Wir könnten das Ganze jetzt hier im Live-Modus betrachten oder natürlich auch durch den Verlauf teilen, sowie in den Cloud-Modus gehen. Dann haben wir jetzt hier die Möglichkeit, Wi-Fi zu sehen. Das ist kein Problem, weil der Router steht ja noch direkt neben mir. Dementsprechend haben wir 100% Reichweite. Elektrische Menge haben wir jetzt hier noch die Möglichkeit, dass wir mal sehen, was gerade aktuell Phase ist. Und wir sehen jetzt hier zum Beispiel auch 100% Signalstärke, beziehungsweise hatten wir jetzt hier natürlich die Möglichkeit, auch den Akku nochmal mitzusehen. Mein Gott, da oben ist er, der ist also aktuell voll geladen. Ja, das Ganze lasse ich dann jetzt erstmal so drin. Ich kann die Status-LED der Kamera deaktivieren oder aktivieren. Das ist jetzt natürlich diese hier. Also Status-LED heißt jetzt hier, die leuchtet die ganze Zeit blau. Das kann ich deaktivieren, dann ist sie halt unauffällig. Ich lasse das Ganze aber erstmal so an. Ja, ansonsten gucken wir jetzt hier mal ganz kurz durchs Menü noch so durch. Zeiteinstellung ist ja klar, ist jetzt von der Kamera direkt jetzt mit übernommen, ob 24 oder 12 Stunden. Ich lasse es auf 24 Stunden direkt drin. Ansonsten haben wir jetzt hier den Lautsprecher und das Lautsprechervolumen. Wenn ich zwei Wege Audio mache, kann ich jetzt noch höher stellen. Das ist jetzt aktuell 70%, reicht in meiner, also für mich jetzt reicht es völlig aus. Mikrofon und Stimme aufnehmen ist aktiviert, wird also auf Micro-SD-Karte sozusagen immer mit aufgezeichnet. Ansonsten Videoverschlüsselung könnte ich jetzt hier noch mit einstellen, finde ich jetzt relativ unwichtig. Batterieverwaltung, man sieht es hier, 100%, die hatte ich halt vorher erst direkt aufgeladen. Das reicht auch so, ist batteriebetrieben und wird jetzt gerade nicht geladen und per Stromkabel dran. Verbrauchsstromstatistik, da kann man jetzt hier natürlich noch sehen, wie lange läuft das Ding denn überhaupt? Und das finde ich genial. Das heißt, wir lassen das jetzt wirklich mal einige Tage laufen und gucken dann hinterher nochmal rein, wie krass das ist so, was jetzt hier die Ladevorgänge anbelangt. Verwenden Sie den offiziellen Standard-Akku aufzuladen? Zwischen 50 und 30 bis 70, wie lange? Ja, okay, also er sagt uns, wie wir hier den Akku idealerweise natürlich behandeln sollen, aber das finde ich schon mal mega genial und wir gucken da erst in den nächsten paar Tagen mal wieder rein. Ja, ich bin auf jeden Fall mega zufrieden, wie man das Ganze jetzt hier so sehen kann und beim Aufnahmemanagement können wir nochmal ganz kurz reingucken. So, die formatieren wir jetzt hier noch einmal und dann haben wir hier 15 von 16 GB frei zugänglich, die wir dann hier benutzen können. Das Ganze lasse ich dann mal und bei Ereignisaufzeichnung oder Alarmaufzeichnung kann ich das Ganze hier mit der Bewegungserkennung natürlich noch aktivieren. Empfindlichkeit lasse ich bei standardmäßigen 6 drin. Personenerkennung wird aktiviert, Tag-Nachterkennung und damit hier nicht alles sofort Alarm schlägt, Push-Benachrichtigungen werden angezeigt bzw. eingeblendet. Videoclips nicht mehr als 10 Sekunden. Okay, also Energiesparmodus heißt nicht mehr als 10 Sekunden und Leistungsmodus. Erkennung wird durch Bekennungszeit automatisch verlängert. Standard Humanität KI eingeschaltet. Aha. Und benutzerdefinierter Modus sind immer nur 10 Sekunden Aufnahmezeit. Ich würde mal sagen, damit wir das jetzt mal richtig testen können, Alarmzeitintervall, wie oft kriege ich Push-Benachrichtigungen? 2, 5 oder alle 10 Minuten? Lassen wir erstmal so vielleicht auf alle 2 Minuten und den Alarmplan kann ich einschalten. Das heißt, wenn tagsüber viel Bewegung hier ist, dann muss ich selbstverständlich hier versuchen, das Ganze zu deaktivieren. Ich sag mal so zwischen 8 und 10 Uhr ist vielleicht keiner hier und zwischen vielleicht 14 und 16 Uhr ist jemand hier. Das kannst du hier direkt bei den Zeiträumen dann direkt einprogrammieren, damit du nicht unnötig viele Push-Benachrichtigungen bekommst. So, und was haben wir jetzt hier? Humanoid. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was jetzt hier so passiert. Da können wir jetzt hier nochmal so gucken. Kann ich das hier einzeichnen? Nein, kann ich nicht. Ich kann nur meinen Arm einmal ganz kurz hoch machen. Den sieht man da unten. Okay. Und dann kann ich jetzt hier sozusagen immer auf Plus hinzufügen. Möchten Sie die Änderung speichern? Okay. Humanoid Alarmbereich, den kann ich sozusagen einzeichnen. Und was halt cool ist, Warnung mit Ton und Licht. Das kann ich jetzt auch aktivieren. Tonwarnung, wenn eine Person mit Bewegung erkannt wird. Das können wir auch mal machen. Lichtwarnung können wir auch aktivieren oder mit Ton und Licht. Mal gucken, ob das so funktioniert, wenn ich das jetzt hier mal ganz kurz direkt reinbringe. Schall- und Lichtalarm ist natürlich besser, wenn keiner dann hier ist, weil ansonsten dann piept sich das Ding hier zu Tode. Wir probieren mal. So, ich befinde mich gerade jetzt hier im Videoschnitt von der Reblom Akkukamera und ich will euch jetzt mal direkt was zeigen, wie gut das Ganze hier so funktioniert. Wir gehen jetzt einfach mal direkt zusammen in die App rein. Ich habe jetzt hier einmal direkt den Kalender ausgeblendet und wir gehen jetzt mal direkt hier drauf. Ich habe die ja seit dem 26.04. installiert.
Das heißt, jetzt sind wir hier beim 15.05. heute und wir gehen einmal jetzt ganz kurz direkt hier drauf und sehen schon, wenn ich das Ganze über den Kalender laufen lasse, habe ich hier die Möglichkeit zu sehen im Zoom-Modus, wann zu welcher Uhrzeit interaktiv was passiert ist. Das sind diese kleinen grünen Striche. Dann nimmt die Kamera Video und Ton sofort auf und das sehr verlässlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Ganze funktioniert so gut, dass ich jetzt zum Beispiel hier hinterher nochmal reinschauen kann. Das Akkumanagement ist wirklich immer noch sehr gut. Ich habe Wi-Fi 100% in der Nähe vom Router. Das sollte ja soweit ganz klar sein. Wir gehen mal auf die Batterieverwaltung. Das Gerät hat jetzt, ich sage ja, vom 26.04. bis zum 15.05. ungefähr 29% Akku verbraucht und hat wirklich fast jeden Tag was aufgezeichnet. Und dementsprechend ist es völlig in Ordnung, wenn ich das Gerät so ungefähr alle 6 bis 8 Wochen aufladen muss. Von der Stromverbrauchsstatistik ist das Ganze jetzt hier nochmal schön einzusehen, wie man das Ganze dann am besten hier hat. Und zwar steht eigentlich, Moment, müsste hier eigentlich was drin stehen, genau. Wie oft ist sie aufgewacht? 1:20, Vorschauzeit, Anzahl der erkannten Bewegungen oder der Alarme. Das wird jetzt hier alles direkt aufgezeichnet in der Statistik. Heute, na klar, das habe ich nicht gelesen, ist noch nicht sonderlich viel passiert. Das ist, wie gesagt, die Stromverbrauchsstatistik. Und vom Ladevorgang her ist bisher auch noch nicht sonderlich viel weggegangen. Also das finde ich schon mal ziemlich gut. Und wenn wir jetzt hier mal ganz kurz drauf schauen, hier ist jetzt sozusagen der Kalendermodus, dann können wir jetzt hier einmal direkt reinschauen an den einzelnen Tagen, die schwarz hinterlegt sind. Da hat sie eine Bewegung erfasst und an den Tagen, die ausgegraut sind, ist sozusagen noch nichts passiert. Und das Ganze kann man dann hier oben halt sehen. Das kann man sich dann auch im Vollbildmodus nochmal perfekt anschauen. Hier oben steht nochmal direkt die Uhrzeit drauf und das aktuelle Datum und man sieht definitiv jedes Mal etwas. Und das Schöne daran ist, man bekommt jedes Mal eine Push-Benachrichtigung, wenn die Kamera irgendetwas Verdächtiges erfasst hat, weil ja Audio und Video aufgezeichnet wurden. Ja, ansonsten, wie gesagt, habe ich mir das Ganze nochmal angeschaut. Das zeige ich euch jetzt oder blende ich euch nochmal ein, wenn die LEDs dann nochmal angehen. Das kann man natürlich manuell einmal machen, direkt über die Kamera, als auch natürlich per Alarmbereitschaft. Und dann gehen die LEDs an der Stelle an. Und das gefällt mir schon mal ziemlich gut. So soll es das an der Stelle zu der Reblom-Kamera gewesen sein. Ich bin an der Stelle erstmal raus, verabschiede mich, verlinke euch das Ding wie immer unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Video und auf Wiederschauen.